bin erschrocken vor so einer Menge von Leuten. Ja. Vor 10, 15 Jahren ja, waren dieselben, wenn man einen Vortrag über Architektur hielt, waren 10, 12 Leute drin. Ja. Heute ist unglaublich, wie die Architektur fast eine Mode geworden ist. Ja. Man verkauft sie auch gut. Leider. Was will ich heute Abend machen? Erstens, ich entschuldige mich für meine Sprache. Ja. Ich bin nicht mehr gewohnt, auf Deutsch zu sprechen. Ja. Und ich versuche, mein Möglichst zu tun, ja, damit ich verständlich werde. Ja. Ich habe drei Projekte gewählt für heute Abend. Und ich werde versuchen, diese Projekte zu erläutern, um zu verstehen, ein wenig der Kursus von meiner Art zu projektieren. Ich fange so an und dann zeige ich zwei gebaute Sachen. Zwei Gebäude. Ein kleines Gebäude, sehr alt, vor 20 Jahren, aber für mich stellte immer ist ein Bezugspunkt meine verschiedene andere Projekte, die ich gemacht habe, und dann ein kleines Haus, das ich, wenn mich noch etwa Zeit übrig bleibt, wir werden sehen, dann werde ich am Ende, weil ich will nicht heute Abend viel theorisieren, aber am Ende, um ein wenig mein architektonisches Credo zu erläutern, würde ich meine alte Aphorismen zeigen, die viele vielleicht von Ihnen kennen. Aber es ist heute sind Aphorismen von den Jahren 73, 75, als ich in der Hochschule Zürich war. Und damals waren diese Aphorismen, haben viele Polemiken aufgetrieben. Heute scheinen sie offensichtlich, ja, diese Sätze, banal. Aber für mich sind nicht banal, weil ich brauche sie jeden Tag. Ja. An meinem Arbeitstisch, ich denke immer dran, an diese Sätze. Und da für mich noch einen Sinn noch haben, vielleicht könnte auch für Sie einen kleinen Sinn haben, ja, als Entwerfer und als Architekt. Ich fange an mit dem ersten Projekt. Es ist ein Parlament in Straßburg. Ist ein Regionalparlament. Dieses falsch links, links. Leider sind diese Pläne schwierig zu lesen, ja? Aber ich hatte keinen anderen zur Verfügung. Aber ich versuche ein wenig zu erläutern. Da sehen wir die Stadt Salzburg, das heißt hier ein Fluss, umringt die alte, das historische Kern von Salzburg. In der Mitte hier der berühmte Dom. Außerhalb sieht man die großen Infrastrukturen der Autobahnen, der Eisenbahnen, die an der Peripherie der Stadt angesiedelt sind. Und was uns interessiert, ist genau dieser Punkt hier, wo der Fluss zweigt sich in verschiedenen Armen, da sind vier Kanäle mit Befestigungen. Und hier gibt es die große Befestigung von Vauban, eine Art Natiga, ein Staudamm hier, das war für die Befestigung. Und der Ort der Eingriff ist genau dieser hier. Auf der anderen Seite sieht man ein leeres Platz, es war der Marktplatz, heute Parkplatz. Schauen wir näher die Situation. Man sieht also da das historische Zentrum, hier, das Ende, die Kanäle, von denen wir gesprochen haben, die Mauern, die Befestigungen, mit da gibt es vier Türme hier, die große Befestigung, und in dieser Befestigung sind praktisch Socken, leere Gebäude, in denen die Kanonenkammern drin waren, von dort konnte man schießen. Hier. Wir werden sehen, dass diese Elemente werden auch in meinem Projekt eine wichtige Rolle spielen. Hier sehen wir den Damm von Vauban. Heute ist ein Fußgängerweg geworden.
den Platz. Hier das Areal. In diesem Areal, es ist ein Militärareal, wo hier gibt es ein sehr interessantes Bau vom 19. Jahrhundert, ein großes Gebäude, der leider sollte man es zerstören, weil sonst gab es keinen Platz für das Projekt. Hier. Und diese Gebäude hier, das sind Wohnungen, die sollte man erhalten. Ich zeige noch etwas, das für mein Projekt eine große Rolle gespielt hat. Diese neue Brücke, die ist eine schlechte Brücke, die man gebaut hat, aber fast alles, was man in den letzten 20 Jahren gebaut hat, ja, ist nichts außerordentlich. Und besonders diese Brücke, die erhebt sich da und sie hat diesen Bezug von diesem Areal zu diesem da total gesperrt. Nächste. Schauen wir das Areal besser an. Hier sehen wir dieses Damm, diese Befestigung. Hier das Marktplatz auf der anderen Seite. Die Brücke, von der ich sprach. Das Gebäude, die Kaserne, die zerstört sollte, die man zerstören sollte. Das Areal hier und diese Gebäude, die bleiben sollten. Und hier sieht man die Türme und da fängt dann das historische Zentrum mit den Kanälen. Hier von den anderen Punkt gesehen, man sieht gut die Kaserne, das Areal, die Wohnungsgebäude, die Türme und diese Befestigung, von der ich vorher sprach, hier auf der anderen Seite der Parkplatz, Marktplatz, heute Parkplatz. Und ja, das ist praktisch. Vielleicht noch etwas, auf diesem Gebiet gibt es noch eine Mauer, hier längs das Areal ist auch eine Mauer der alten Befestigung von Vauban und die sollte die ist unter Schutz und unter Heimatschutz oder Denkmalschutz und dieses Terrain ist erhöht gegenüber dem Fluss von ca. 5-6 Meter erhöht. Unten am Fluss entlang gibt es einen Park noch längs des Flusses. Nächste. Ein paar Bilder von dieser Situation, da der Anfang des historischen Zentrums mit den Türmen, diese Befestigung, von der ich sprach, hier, da einer dieser Türme. Nächste. Da der Damm von Vauban. Von der Seite vom historischen Zentrum gesehen, da von der Außenseite ist mehr geschlossen. Und hier sieht man diese Mauer, von der ich sprach, diese Längsmauer, die geschützt war, und unten am Fluss dieses Bach, also mit diesem roten Unterschied. Und da die Kaserne, die praktisch man zerstören soll. Weiter. Von der Hauptbrücke mit den Türmen sieht man jetzt gegen das Areal, das ist die Kaserne, der Damm. Und da sieht man nach diesem Gebäude hier diese Mauer, noch diese Befestigung, Mauer, die geblieben ist. Und da sieht man der Architekt. Vom hinten. Next. Also, was war mein erster Gedanke für dieses Entwurf? Ich habe gedacht, dass wenn schon man ein Parlament bauen sollte, das für die ganze Region von Straßburg dienen sollte, die Idee war ein Versuch, das Gebäude, das ganze Parlament anzuhängen an das historische Zentrum. Aber es war außerhalb des historischen Zentrums, weil praktisch das Ende endete mit der Damm von Vauban. Aber ich wollte so ein wichtiges Element mit dem Kern der Stadt in Beziehung bringen und darum versuchte ich, diese erste Idee hat mich begleitet in dem ganzen Projekt. Um dieses Element da zu verbinden mit dem historischen Zentrum und direkt in Verbindung zu setzen, habe ich mich gestützt auf diese Elemente der Befestigungen hier. Was habe ich gemacht? Ich habe die alte Mauer gebraucht hier,
hier lassen, no, stehen. Und ich habe wie eine neue Befestigung gemacht, ein neuer Sockel hier, wie dieser Sockel hier. Und dieser Sockel, man sieht es da, man sieht die alte Mauer im Schnitt, das ist der Schnitt, der Fluss, die Mauer. Und hinter dieser Mauer die Parkplätze. Anstatt die Kammern der Kanonen, no, die Kammern für die Auto. Da drin. Aber praktisch ein analoges Element. Da als Definition dieses Sockel, das ist, von diesem Sockel mache ich einen Stadtplatz, einen neuen Stadtplatz und hinter das Gebäude. Man sieht das besser hier. Mauer, einige Tritte, man geht drauf, man steigt wieder da rauf auf diesen großen Platz. Und hinter das Gebäude, das schaut direkt zum historischen Zentrum. Auch das Gebäude selber, da es ein wichtiges Element für die Stadt sein sollte, habe ich es erhöht und ich wollte es in Bezug setzen. Nicht mit den Wohnungen und mit den Gebäuden, no, die hier herumstehen, aber direkt mit dem Dom. No. Das Dom, das religiöse Element der Stadt und das Parlament. Das politische Element neu der Stadt. Weiter. Ich sehe es da besser, die Situation. Also die Vorbahnbrücke, die ist Fußgängerweg. Man lässt die Autos auf die andere Seite, kann man da zu Fuß kommen. Die Plätze, die, diese Serie vom Platz, das erste, das zweite, das dritte. Da vorne haben wir die alte Brücke. Man tritt rein. Man definiert das Platz auf dieser Seite mit den Bürogebäuden, hier längs. Und um dieser Sockel zu bauen, was habe ich gemacht? Ich habe nichts anderes gemacht, als dieses Teil des Terrains, der früher oben auf die gleiche Höhe wie dieser war, ich habe es erniedrigt, ja, das dann, um auf die gleiche Ebene des Flusses zu setzen. Und so ist entstanden, diese acht no, Fortifikationen, diese acht Festung, ja, neue Festung und ringsherum der Park auf der Ebene des Flusses. Man sieht hier und auf der Ebene des Flusses unter das Gebäude setze ich die gemeinschaftlichen Räume wie die Restaurant und so, die öffnen sich da um diesen Sockel hier. Weiter. Ich trete nicht rein in alle diesen Pläne, aber ich möchte nur zeigen, wie in viele meiner Projekte, die ich für die Stadt gemacht habe, dass einer der wichtigsten Elemente, die mir ermöglichen, eine Idee, die Idee des Projektes zu lösen, ist immer der Parkplatz. Die Parkierungsfläche, die normalerweise von den Architekten als ein schäbiges Element angenommen wird, als ein etwas Negatives, ja, für mich spielt die größte Rolle. Auch weil es ist ein neues Element, ein neues Inland, weil die Stadt zum Beispiel vom 19. Jahrhundert hatte keine Wagen. Und darum in allen meinen Projekten der Ausgangspunkt ist, dass der Mensch, der mit dem Auto ankommt, neben oder in einem Gebäude, er muss mit der großen Qualität sich an einem Gebäude annähern. Und darum, dass einer der wichtigsten Teile dieses Projektes ist der Parkplatz, das heißt die Parkierung. Und die Leute, die parkieren innerhalb dieser Struktur, sie haben, was in Blau angestrichen ist, das sind Doppeltöne, ja, vom Gebäude, damit auch der Automobilist kann sich in jedem Moment orientieren. Und ich brauche die Fenster, die schon in der Festung schon da waren, als Orientierungselemente für die Leute, die parkieren gegenüber der Stadt. Jeder, der das Auto hinsetzt, weiß immer, wo er ist. Ja. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt war das
Problem der, das, das mich da extrem verarbeitet habe, war das Problem der Reduktion der Form. In allen meinen Projekten versuche ich immer das Minimum zu machen. Und in diesem Projekt habe ich gewählt, ein Detail für die Materialien und für den Ausbau der Fassaden, das praktisch mit zwei einzigen Detail konnte ich das ganze Gebäude bauen. Das werden wir nachher sehen in den Fassaden, was für Entscheidungen ich da genommen habe. Man sieht nur, dass diese zum Beispiel Bürogebäude, sie wechseln, sie haben auf einer Seite da die Büro, hinten sind die Korridoren mit den verschiedenen Abstellräume, die verlangt wurden hier hinten, und Arbeitsräume. Und auf der Ebene des Platzes haben wir das Gegenteil. Der Korridor ist auf dieser Seite und die Büro sind auf dieser Seite. Hier sehen wir drei gleiche Stockwerke, aber dort irgendwo, dort, von da sehe ich auch nicht, sieht man das Gegenteil, wo der Platz ist, wo der Korridor da liegt und auf die andere Seite die Bürogebäude. Was das Hauptgebäude betrifft, man tritt rein in diesem Gebäude, Erdgeschoss, im ersten Geschoss. Gibt es einen Hof und man kommt im großen Saal im ersten Geschoss rein und unten im Erdgeschoss gibt es verschiedene andere Säle. Weiter. Da sehen wir die Skizzen der Fassade. Um noch zu betonen, dass dieses Gebäude gehört zum historischen Kern, habe ich mich entschieden, als Materialien, der rote Backstein, wie die alte Kern, historischer Kern. Ich habe mich entschieden für die Holzfenster, wie der alte historische Kern. Und ich habe versucht, die Fassadenkomposition so zu lösen. Man sieht hier ein Sockel, das ist aus Betonelemente gemacht, das ist das dritte Material. Das sind die Fenster und die Backsteine. Da sehen wir eine andere Bunkerfassade und hier sehen wir auf die andere Seite, er verkehrt sich nur die Situation. Die Betonelemente sind oben und der Sockel ist der obere Teil noch der anderen Seite. Das heißt, ich brauche das gleiche Element, das Sockel ist und er wird obere Teil und der obere Teil hier wird Sockel auf dieser Seite. Das heißt, wirklich um alles zum Minimal zu reduzieren. Und diese Arbeit werde ich noch reinnehmen, auch in das große Element des Parlamentsgebäudes, in diesem Teil, weil der Saal oder Saal beinhaltet, ist aus Stein, roter Stein gebaut und nicht aus Backstein. Ein paar Skizzen von dieser Situation, man sieht also die alte Brücke, die Plätze, die da steigen und hinten dran das Gebäude des Parlaments, links diese Bürogebäude. Hier ist der Eingang zum Parlament. Hof, hier weiter. Hier sehen wir vom ersten Geschoss einen Blick auf die alte Stadt. Hier das Gebäude Vauban, der Platz, der steigt hier. Und hier die Bürogebäude rechts von diesem Blick zur Stadt, zur Wartenstadt. Und hier sieht man die Idee des Saales des Parlaments. Diese Idee, ich habe praktisch die Pforte, die Parlamentarier in die wichtigste Stelle stellen und die Staatsangehörigen noch. Sie sind weniger wichtig in einem Parlament, sind diese die Leute, die Gesetze machen. Und darum habe ich diese Idee gehabt, wie ein großes Möbel, ein einziges Möbel, wie ein Boot, gebogen, der auf vier goldene Kugeln aufgebaut war, auf einem Boden aus Marmor. Und da standen ja alle die Parlamentarier einer Seite gegenüber die anderen.
wie die Parteien da sich noch teilten, das weiß ich nicht. Ja. Sehr wahrscheinlich, wenn es Krieg gibt zwischen Parteien, ja, könnte noch interessanter werden, ja, in so einer Situation. Hier ist das Publikum, hier die Presse, und man sieht also, dieser erhöhte Bau ist nur um einen Bezug zur alten Stadt zu geben, und da oben wie ein großes Fenster unter ein Dom, damit die Gesetze, die dargestellt werden, noch ein bisschen einen Bezug direkt mit der ganzen Stadt haben sollen. Ein Modell, das Modell ist ziemlich grob, nur das ist nicht Fehler an uns, das sind die Franzosen, sind immer ein wenig so grob, ja. Wenn sie ein Modell geben, ja, und dann konnten wir nicht anders, auch um hier grob zu bleiben, aber man sieht, dass dann die Türme, man sieht diese Gebäude, die Führergebäude, der neue Platz hier entsteht, längs des Flusses, die alte Mauer, und da das Parlamentgebäude. Hier von der anderen Seite gesehen, von hinten, sieht man das Terrain, das da praktisch fällt, zum Fluss. Weiter. Hier sieht man gekehrt, macht nichts, das haben wir gesehen. Und das sieht am Fluss entlang die alte Mauer, die Plätze, der Parkplatz da unten, das Parlament mit dem Hof und zwei Bürogebäude. Weiter. Kommen wir jetzt aus einem zweiten Projekt. Da sehen wir im Fürstentum Liechtenstein. Er gehört heute zu IWG. Der Schloss von Wulst, hier oben. Und da. Und ich zeige diese Bilder, weil sie zeigen eigentlich, was heute die Stadt noch ist. Ist eine kleine Stadt, ich glaube, ungefähr 20.000 Einwohner, aber ist eine Hauptstadt eines Staates in Europa. Und ist eine Stadt, wo Leben zusammen, ja, in einer sonderbaren Art, Ställe, Kühe und Banken. Ja. Das heißt, unter die Banken no, sehen wie Chalet aus, ja, wo früher die Kühe waren. Und da gibt es viele Trachten, Spiele und so weiter. Ja. Es lässt dann viele Sachen finden. Dieses Bild. Was war das Thema? Das Thema war ein neues Parlament, wo es schon ein Regierungsgebäude gab. Es war ein sehr komplexes Thema. Man sollte ein Museum, der in die gleiche Areal stand, sollte man erweitern. Man sollte die Archive des Staates planen. Es gibt eine Musikschule, man sollte die Musikschule erweitern und einen Saal für Musik machen, einen Konzertsaal. Das war ungefähr ja, die Inhalte. Schauen wir im Moment die Situation an. Weiter. Und das ist diese Stätte. Das alte Teil ist praktisch dieser Teil, ist das mehr urbane Teil der Stadt, das ist praktisch das Zentrum. Und hier gibt dieser Weg, der noch ziemlich interessant ist, und unser Areal befindet sich genau hier. Das, was alle Sie da schauen, sind da alle Interventionen der letzten 10, 15 Jahre, von den 70er Jahren weg. Das sind große Parkgebäude, sind Banken und so weiter. Ist ein totales Durcheinander. Schauen wir die Situation hier besser an. Wir sind also, wie gesagt, hier. Das ist das Regierungsgebäude, das ist das Schloss des Prinz, oben am Hügel. Und schauen wir es da. Das Regierungsgebäude. Hier in diese zwei alten Häuser, sind Häuser vom 16. Jahrhundert, ist das Museum drin, es sollte erweitert werden. Hier gibt es ein Archiv, das letztlich gebaut wurde. Schreckliches Gebäude dahinter. Hier sind die drei alten Häuser, vier. Von denen drei ist heute die Musikschule drin und es endet das Ganze mit der Kirche, eine neogotische Kirche vom Anfang dieses Jahrhunderts hier, mit einer sehr schönen Treppenanlage hier. Es gibt also die Hauptstraße da und eine große Verkehrsstraße hier.
Dieses Wettbewerb gab voraus, dass diese Straße sollte als Fußgängerstraße ausgewiesen werden. Und man ließ nur diese als Fußgängerstraße weiter. Schauen wir von oben die Situation besser an. Man sieht also die Präsenz des Waldes, sehr stark, von Hügeln, sehr steil. Die Hauptstraße hier, das Regierungsgebäude, die anderen Gebäude da vom Museum, da hinten die Musikschule und die Kirche. Und noch besser da, da die zwei Häuser des Museums, Regierungsgebäude, neue Archive da hinten, Musikschule und die neogotische Kirche. Und da die neue Teile der Stadt. Weiter. Hier sieht man besser, wie die Hauptstraße einen gewissen Charakter, urbanen Charakter hat. Leider, dieses Gebäude wurde in den letzten Jahren zerstört. Es bleibt eine Lücke, die von mir aus soll sofort gefüllt werden, ja, um diese Straßenzug noch präzis zu bilden. Und hier sehen wir das Ende dieser Situation mit der Kirche und der Regierungsgebäude. Weiter. Also, vor dieser Aufgabe, was war mein Konzept? Als ich diese Stadt ansah, ich hatte einfach, es war peinlich, ja. Ich diese Mischung noch zwischen Kühe und Bänke und dieser Unordnung, ja, widerte mich an. Und ich hatte Lust, dass sie Hauptstadt ist, von einer Stadt ist, es will ein neues Parlament. Man sollte sie etwa mehr Urbanität geben. Darum meine Idee ist diese gewesen. Ich stütze mich auf diese Hauptachse und ich versuche, alle diese öffentlichen Gebäude in einem gemeinsamen Platz zu bilden und ein neues Platz zu definieren, der viel mehr urban ist. Darum habe ich den Versuch gemacht, einen Socken zu bilden mit einem Gebäude hier. Vorne stehen die einzelnen Elemente, das alte Regierungsgebäude, das neue Parlament, also die politischen Gebäude in der Mitte, sind Sie da besser, in der Mitte, dieses Sockelgebäude, der Wald entfernt von der Stadt, der Wald, diese praktisch fast reine Natur, obwohl von Natur heute nicht mehr zu sprechen ist, auch diese Natur wurde von den Menschen aufgebaut worden, aber immerhin dieses natürliche Element wie der Wald gehört nicht zu einer Stadt. Ja. Ein zivilisierter Mensch, ja, kann nicht einen Wald noch an einem Hauptplatz von einer Stadt haben. Ja. An den Wald geht man mit großen Schuhen und mit großen Nägeln unten. Und ein zivilisierter Mensch geht mit guten Ballischuhen, ja, die gut zu laufen sind. Ja. Und darum, der Wald sollte man zurückschieben. Und darum die Idee des Sockens, der Wald hinterdran. Jetzt, um diese Socken zu bauen, habe ich genau analysiert diese Situation. Man sieht diese zwei letzten Gebäude der Straßenzug hier. Und man sieht, dass einer von diesen zwei Gebäuden etwas schräg steht. Er ist nicht in der Linie der anderen. Darum habe ich mich gestützt für dieses Sockelgebäude auf dieses Element als letztes Element dieser Straßenzuges hier. Ich erweitere das Element, das ist die Erweiterung des, auch des Museums. Und ich bilde dieses Sockel, das ist der Anfang. Und ich schließe nachher, ich nehme diese zwei Gebäude weg. Von der alten Schule, ich behalte dieser da und ich bilde da den zweiten Kopf dieser Anlage. Ich muss doch sagen, dass vorher, es gab schon da auf einer erhöhten Ebene einen Spaziergang bis zum Regierungsgebäude, auf dieser Höhe. Ich übernehme diese Idee von diesem Spaziergang in das Gebäude, indem ich stelle auf einen Sockel. Dieser Sockel bildet, enthält alle Archive der Stadt und über diesem Sockel gibt es einen Laubengang, offen, ein Spaziergang. Man kann da
Statt aufsteigen, kann man da spazieren und da wieder rauskommen am Ende des Platzes. Hinter sind alle Büro und Erweiterung, die Hauptelemente, die da vorne stehen, benötigen. Teile ist für das Museum, einige Büro für das Parlament, einige für das Regierungsgebäude und einige für die Schule. Ist das Element, der alle vorderen Elemente dient. Dazu, man sieht auch, dass dieses Element schräg steht, wie ich vorne gesagt habe, und er bekommt dazu die Kraft auch von einem einzelnen Objekt in diesem großen Raum. Also 1, 2, 3, die politischen Elemente, die Musik und da die Schule, die Musikschule. Als letzter Element dieses ganze neue Situation, urbane Situation, die Kirche, die katholische Kirche. Weiter. Da eine Skizze von dieses Parlament. Das Parlament ist so ein halbkreisförmig. Er zeigt schon von außen, also drinnen, die typische Form eines Parlaments. Und der Eingang auf drei Geschosse ist treppenförmig. Das ist die Halle, die Eingangshalle. Der wahre Eingang für den Saal ist da oben mit Himmelslicht. Und es bildet also da wie schon ein Parlament, der öffnet sich gegenüber die Stadt. Das war die Idee. Aber der wahre Parlament ist wie ein etwas sehr Wichtiges und darum geschlossen und getragen von diesem Sockel. Das sieht man also, der Eingang ist gedeckt, zwei Säulen, die drei, und man geht das in den Treppen, die Lift ist ganz einfach, das System, bis man, sieht man, der Teil, da ist der erste Geschoss, das ist der Eingangsgeschoss, das erste Geschoss, und oben geht man im Foyer, das ist der Foyer-Teil, sieht man das nicht, weil es ist nicht da auf diese Pläne, ja, das ist nur das Leerraum von Foyer. Das ist das Dachgeschoss. Weiter. Hier im Schnitt, man sieht die Neigung des Waldes, der Sockel, der das Wald hält, die Büro, der Spaziergang da oben, hinten die Archivien da unten. Und da der Schnitt vom Parlament. Das ist ein Seitenschnitt. Weiter. Schauen wir jetzt die Anlage vor. Das ist die Situation, wie es heute ist, und das ist die korrekte Situation. Man sieht, alle Elemente sind noch da, und dieses Element, ja, zieht alle diese verschiedenen Institutionen zusammen in eine große Einheit. Diese Idee, dieses Sockel zu bauen, war auch die Idee der Schlosser, das sich da oben findet, auch dem Schloss an die Stadt anzuhängen, indem ich an dem Park des Schlosses, das ist der Wald heute, ein Sockel geben, ein urbanen Sockel. Und von dieser Promenade konnte man einen alten Weg nehmen, ja, zum Schloss da oben. Und das Schloss ist auch das Zeichen, das Symbol von der Autorität, der politischen Autorität, ist ein Fürstentum, und der Fürst ist so bezogen auf die politischen Elemente, auf die wichtigsten Elemente der Stadt. Weiter. Sehen wir das Modell etwas verfeinern. Weiter. Sind Studienmodelle von das Gebäude des Parlaments. Man sieht hier drin also dieser Eingang mit der Licht. Oben, das ist der hintere Teil, weiter. Man sieht Studien, damit die zwei, Regierung und Parlament, einen gewissen Bezug
haben sollten. Man hat versucht, auch mit Materialien einen Zusammenhang zu haben mit den Kunden hier. Da ich deine Schrägdecken gemacht habe, sollte ich dieses Element Schrägdeck da irgendwie mit einer neuen Form ein Gleichgewicht geben, darum dieses erhöhte Element hier und ein Zentrum wie dieser. Da sieht man wieder eine Studie für die Eingangssituation. Da oben vorher. Weiter. Dann in der Verarbeitung dieser Aufgabe hat man einen zweiten Saal haben wollen, oben. Und das ist dieser Saal, das Sie da sehen, ist ein Saal für Versammlungen ohne das Publikum. Das habe ich jetzt hier projektiert. Das ist ein, das sehen Sie da, das ist ein Längssaal. Das sind Studienmodelle für das Parlament. Weiter. Hier sehen wir den Saal, den oberen Saal und auch Studien für Parlamentarier. Weiter. Dann, ein paar Jahre später, kam ein zweiter Wettbewerb. Der erste hatten wir gewonnen. Dann kam ein zweiter und es war ein Problem für ein Zentrum, ein christliches Zentrum, hinter der Kirche, hier auf diesem Areal. Da hinten gibt es der Friedhof von den Fürstenfamilien, der ist, das besteht, das konnte man nicht anrühren, diesen Teil. Und wir haben also dieses Projekt gemacht. Und mit diesem Projekt haben wir unsere Idee verstärkt. Und was haben wir gemacht? Die Hauptidee war, die schöne Treppe von der Kirche, die bis zur Straße ging, bis da, haben sie wir weggenommen, also zerstört. Und wir haben eine andere Treppe gemacht. Eine Treppe, die anstatt zur Straße zu führen, führte zum Platz. Und so konnten wir endlich eine Einheit bilden, die große Treppe da zum Museum und zum Spaziergang hinten. Und die Treppe hier zum, was sieht sie da, zum diesem erhöhten Platz, wo war geschlossen hinten mit der Saal, der, dieses christliche Zentrum. Und mit diesem Flügel bildete er zwei Höfe hinter der Kirche. Und darum war uns möglich, also die Situation zu verfeinern, die wir früher schon hatten. Wir haben auch das gewonnen. Aber wie alle meine ersten Preise, nichts wird realisiert. Weiter. Man sieht ja da die Situation von, mit den neuen Gebäuden, die dritte hier, die erste, dritte und die zweite. Und hier in einer Perspektive sieht man also das neue Ende des Platzes mit der großen Treppe, die führt zur Kirche und zum neues Gebäude des kirchlichen Zentrum. Diese Treppe ist auch das Bezugselement, sei von der Hauptstraße, ist die Ende der Hauptstraße und auch von dieser Straße, die zielt genau auf diese Treppe hier. Weiter. Ich komme auf dieses letzte Projekt, das ist das Projekt von Architekturmuseum in Rotterdam, eine total andere Stadt. Das war auch ein Wettbewerb eingeladen mit fünf holländischen anderen Architekten, die eingeladen wurden. Gewonnen hat mein Freund Jokunen, mit dem ich schon einige Arbeiten gemacht hatte. Aber in diesem Moment waren wir Konkurrenten. Das Problem ist, da ist der Park, das Zentrum von Rotterdam. Man sieht da die verschiedenen Kanäle, Park. Park hier, ein anderes Park hier, das ist die Zone der Spitäler mit großem Hochturm hier, ein anderes Museum hier, das Bäumann Museum, ein sehr schönes Museum mit Gärten, also eine Anlage, die nicht so leicht war zu definieren, ja, dieses offene Situation. Da ist der Plan, das gegeben worden ist, das ist der Stadtteil. Man sieht, dass das Areal, um das Museum zu bauen,
Slowak ist, dieser hier, das kleine Dreieck, aber man konnte die eben für das gesamte Party. Und hier hatte man noch uns als Entwerfer, ja, von diesem Wettbewerb angegeben, eine Idee von Rem Koolhaas. Und Rem Koolhaas hatte schon entworfen, ein Weg, der von hier ist die Haupteingang dieses für das neue Gebäude hier. Man sieht diesen schräge Weg, der durch den Park fährt und hier unten ein kleines Gebäude, ein Ausstellungsgebäude. Als ich dieses Projekt von Rem Koolhaas sah, mir hat es überhaupt nicht interessiert. Mir schien an so auch, ich verstand überhaupt nicht, wieso sollte man diese Situation noch mit einem so einem Eingriff in Krise stellen, die Qualität dieses Gärten, von dieses Bäumenmuseum, und ich fand sie total fremd und ich verstand nicht einmal, warum dieser Punkt als Eingangspunkt von der ganzen Anlage. Weiter. Schauen wir die Situation, die verbessert an. Also wir, das ist das Areal, wo das Museum gebaut sein sollte. Das ist der Park. Hier sehen wir diesen Weg von Rem Koolhaas, der gezeichnet worden ist. Hier der Bäumenmuseum mit seinen Gärten. Hier gibt es einige Häuser, Wohnhäuser von Neuesbauern 1930, die geschützt sind, Denkmalschutz, schon unter Denkmalschutz, interessante Gebäude hier. Eine Kirche hier in dieser Ecke, die mit einem Turm. Das Bäumenmuseum auch mit seinem Turm hier. An der Ecke da unten ein kleines Haus vom 19. Jahrhundert, das heute ein kleines Museum schon ist, der für mein Projekt auch ein wichtiges Element sein wird, und da die Spitalzone. Schauen wir einige Bilder, wir schauen da diese Situation, wir sind ungefähr da und schauen in der Richtung der Spitäler, also in dieser Richtung. Man sieht das Areal da vorne, das ist dieses Dreieck. Man sieht das Neumann Museum mit seinen Gärten, italienischer Art. Das sind die anderen Parkteile, das sind Spitalzone, Turm und der Bettenturm. Und was ich vergessen habe, das ist sehr wichtig, unten da gibt es eine sehr große Straße, die ist erhöht gegenüber auf einem achter Damm gegenüber diesem Terrain hier. Und auch hinten da ist eine wahnsinnige große Straße, Verkehrsstraße hier. Man sieht die Gebäude, sie stehen weg von der Straße und es gibt da ein großer unkontrolliertes Raum zwischen Gebäude und dieser Straße, die ist da. Dann gibt es noch diese Straße hier, die auch Verkehr hat, diese hier, die teilt diese Situation in zwei. Und jetzt werden wir ein kleines Spaziergang machen, indem wir sehen diese Kirche, dieses Turm da, diese Straße. Dann gehen wir zu diesem Gebäude hier und dann gehen wir zu diesem Villen, um eine Idee zu haben, was da links herum steht. Weiter. Das ist die Kirche an der Ecke und man sieht schon links am Ende der Turm von das Museum, Bäumenmuseum, man sieht es da und das Areal zu bauen war gerade in diesem Punkt. Da sieht man dieses wunderbare Bäumenmuseum. Weiter. Hier sind die Gärten des Bäumenmuseums, dem Museum in Backstein mit Kupferdächern, mit sehr schönen Weiter. Wir sind am Ende des Grundstückes. Man sieht die erhöhte Straße, den Damm hier. Und gerade hier in der Ecke, da ist das Spital, hier in der Ecke steht dieses Gebäude. Und das ist dieses heute ein kleines Museum, naturwissenschaftliches Museum. Das steht im Park drin. Weiter. Und hier sehen wir ein paar von diesen geschützten
Wohnhäuser von der 30er Jahre. Weiter. Also, vor dieser Aufgabe, was war mein Konzept? Ich habe gedacht, wir sind in einer unglaublich interessanten Situation in diesem ganzen Quartier. Und meine Idee ist gewesen, gut, ich mache ein Architekturmuseum, aber indem ich das ganze Quartier noch in Kauf nehme und ich möchte, dass das Architekturmuseum das ganze Quartier ist. Ja? Weil es hat mit Architektur zu tun und ich versuchte also mit einer Intervention die Qualitäten dieser Elemente da noch mehr zu klären. Also, was habe ich gemacht als grundsätzlich? Anstatt den Haupteingang auf dieser Seite zu stellen, wie der Bulas wollte, ich habe es das Gegenteil gemacht und ich habe es auf diese Straße gestellt. Das heißt, es gibt diese erhöhte Straße und wieder kommt das Problem des Parkplatzes. No? Weil auf diese Straße die Leute gehen nicht zu Fuß. Ja, so eine Stadt ist eine Stadt für Autos. Man kommt auf diese Straße und ich baue eine Terrasse. Man stellt ein Auto auf der Terrasse und von der Terrasse her hat man schon den ersten Bezug zu der ganzen Anlage. Das heißt, der erste Schritt. Dann versuche ich, einen Spaziergang zu machen, indem man, der im Museum geht, versteht alle die Elemente, die diese Situation aufmachen. Das Bäumann-Museum mit seinen Gärten hier, die werden wie in eine Insel reingestellt, indem ich außerhalb dieser Gärten stelle ich ein paar italienische Bach ringsherum, um die Qualität dieser italienischen Gärten stärker auszudrücken. Es gibt auch hier eine kleine Kirche, die zum Ausdruck kommt. Und ich baue eine Rampe, man geht runter, ja, fängt der Spaziergang an. Und der Spaziergang begleite ich mit Wasser, mit Kanalwasser, bis zum See hier, in diesem Restteil dieses Grundstückes. Und ich brauche das erste Haus, das da steht, dieses Naturwissenschaftliche Museum, als Knotenpunkt, um die Richtung zu ändern. Man kommt da und man fängt dann den Spaziergang entweder so direkt oder durch den Park. Zweite Entscheidung war, diese Straße, Verkehrsstraße, wegzunehmen, diese da, damit die Einheit des Parkes gewährleisten. Also eine totale Einheit. Ich habe eine Brücke, eine Fußgängerbrücke hier gestellt, anstatt ein Auto. Und so konnte ich mein Museum hier stellen, indem er ein Teil der ganzen Situation wurde. Hier ein Nebeneingang. Diese Seite, es gibt schon ein kleines Weg da, Fußgängerweg, längs die Villen, die wir gesehen haben. Hier die Kirche mit seinem Turm, das Museum mit seinem Turm und das neue Gebäude ohne Türme, aber das Gebäude ist so gebaut, dass die zwei Elemente dieses Gebäudes auch als Türme aussehen können. Das heißt, sie, und ich habe die genannt, die Turmstraße. Türkenstraße 1, 2, 3 und 4. Warum so eine Form? Ich habe so eine Form ausgewählt, um den großen Raum hier von dieser Straße zu kontrollieren. Und da konnte man nur mit einer starken Architektur, mit einer ganz präzisen Form, da und sie sollte auch Symbol werden für die Stadt, dass da diese neue Institution. Museum, Architekturmuseum. Weiter. Das ist die Modell, also die neue Situation, der Parkplatz, Spaziergang, das Element hier und diese neue Situation hier von einer anderen Seite gesehen. Dann gab es das Problem für die Ausstellung der Elemente in dieses Gebäude. Und was mich interessierte, waren diese vier Villen, die schon Architektur, Denkmalschutz,
ja, Denkmalgeschützt war ich vom Denkmalschutz. Und ich habe dieses Gebäude so gestaltet, so dass diese vier Häuser waren die ersten Objekte im Saal ausgestellt durch diese Öffnung. Und diese Öffnung hat man die vier Villen ja im inneren Saal ausgestellt. Weiter. Man sieht es hier, also das Gebäude, der andere Teil hier. Es gibt einen schrägen Weg, der führt zu dem Lifte für die Besucher. Weit oben gibt es die Bibliothek, da oben, Bibliothek und Verwaltung. Im inneren Teil eine zweigeschossige Ausstellungshalle mit gewissen Nischen. Und da unten am Eingang das Restaurant und Läden, ja, was im Museum war, und da die Servicezone mit den zwei Serviceaufzügen links und rechts. Dazwischen alle Magazine, Depot für die Modelle und für die Pläne. Weiter. Man sieht hier im Schnitt, also das sind die Magazine, die Bibliothek oben, die Verwaltung und die Halle, auch mit zenitales Licht, mit den zwei Geschossen. Hier, es gab noch ein Untergeschoss hier mit einem Vortragssaal auf der Ebene des Wassers. Das Wasser. Treten wir also da rein, das ist der Eingang. Man kann von da im Saal reintreten, unter dieser Rampe. Also so. Und auf diese Wand, diese Glaswand, sieht man die vier Villen. Und dann sind die alle andere Elemente ausgestellt in der Halle. Oder kann man von da die Rampe nehmen, den Aufzug zur Bibliothek und zur Verwaltung, hinten dran alle Serviceräume für die Ausstellungsräume. Hier der Restaurant und die Läden. Weiter. Da ein anderer Schnitt mit dieser schrägen Weg. Und hier sehen wir den unteren Teil am Niveau der Wasser, wo man runterkommt. Da gibt es diesen Vortragssaal hier auf der Ebene des Wassers. Hier weiter. Hier ist der Saal, der obere Teil, der untere Teil, die Nische zum Ausstellen. Und da fangen an alle die Magazine. Hier. Weiter. Wir kommen in den Verwaltungsteil und man sieht, der Verwaltungsteil hat den Korridor auf Seite des Parkes und ist das einzige Teil des ganzen Gebäudes, der öffnet sich gegen das Zentrum der Stadt. Alle die Büros schauen zur Stadt und nicht zum Park. Und oben, der letzte Geschoss, ist die Bibliothek mit diesem halbrunden Tisch mit allen Lektüren. Vor dem Park und hinter der Sockel der Bücher, hinter dran. In diesem Projekt steckt eine wichtige Idee, die in allen, fast meine Projekte immer da ist, ist immer das Problem, wie man an einem Gebäude ankommt. Man fängt an mit dem Spaziergang, der von weitem anfängt, und der Mensch muss sich immer orientieren. Und darum, nachdem einer diesen langen Spaziergang gemacht hat, durch den Park, längs dem Kanal, kommt er im Gebäude rein. Und wenn er den Lift nimmt, verliert er jede Orientierung. Lift ist eine schwarze Kiste. Darum, wenn er auskommt vom Lift, bekommt er oben die ganze Panoramik auf die ganze Situation von einem anderen Standpunkt aus gesehen und so anerkennt der Mensch, der Spaziergang, das er gemacht hat, von oben her, und er begreift noch die Einheit der ganzen Idee. Weiter. Ich zeige hier, ich habe vorher gesprochen von der Suche nach das Minimum, das, die Reduktion der Form in A. Mit allen Möglichkeiten, die ich kann. Und sieht man auch, wie die Zeichnungen, wie die Fassaden ganz schlicht gezeichnet sind.
In meinem Büro gibt's nur einen Rapidograph. Eine einzige Nummer, 035. Alle Striche haben die gleiche Dimension. Erstens kostet viel weniger, ja, für das Büro. Man macht Ökonomie. Man verliert nicht Zeit, um andere Federn zu suchen, ja, sind nur eine. Aber das ist nur gegeben für die Idee, alles zu reduzieren am Minimum, weil auch eine Fassade, immerhin ist eine abstrakte Zeichnung, hat mit der Wirklichkeit wenig zu tun. Was sie mit der Wirklichkeit zu tun hat, ist die Präzision. Eine Ecke, die Dimension muss präzis sein. No? Ist das Einzige, was es gibt. Was es gibt. Weiter. Ein paar Bilder von diesem Gebäude. Weiter. Da sieht man diese Öffnung. Das ist der Eingangsgeschoss und der Vortragsraum auf der Ebene des Wassers oben der Saal. Der öffnet sich auch in diese Richtung und da vorne die vier Villen, ja, die reinkommen in diese große Spalte. Weiter. Gut. Nach diesen drei Projekten komme ich zurück an dieses alte Haus, das ich glaube viele kennen sicher, ja, aber ich komme immer zurück, weil mir scheint sehr typisch, ja, von meinen Überlegungen. Es war ein kleines Haus auf einem Hügel über Locarno, über die Stadt Locarno. Da unten gibt es eine wunderbare panoramische Aussicht. Darum sieht man, dass alle Häuser, das sind alle Touristenhäuser, sie stellen sich immer mit die große Fassade, wenn es möglich ist, zum See. So. Als ich dieses Terrain anschaut, es sind 400 Quadratmeter, ganz klein, ein kleines Bach dazwischen, sehr winzig, 40 cm breit. Das Terrain ungefähr 100% Neigung. Dazu gab es noch die Reglemente, die verdammte Reglemente, die nur die fast alles sind zu zerstören, wegzuschmeißen. Ja. Und darum habe ich dann diese, das war den Ärzten gesagt, hören Sie, gnädige Frau, verkaufen Sie es sofort, ja. Von diesem Rest kann man wirklich nichts draus machen. Aber dann bin ich zurückgekommen und tatsächlich entdeckte das Reichtum von dieser Orographie, von diesem Terrain. Es ist ein Hügel, der ist ausgebaut von einer Serie von kleinen Tälern, ganz winzigen Tälern. Man sieht sie da, ein kleines Bach da, ein zweites Bach da und es geht so weiter. Hat mich wahnsinnig angereizt. Dann habe ich gesagt, gut, nehmen Sie diesen Terrain, ist wunderbar, ja, von dem kann man etwas draus machen. Und die Idee war, das Projekt von einem ganz winzigen Haus, ein Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, ein Haus, das sollte für ein Ferienhaus sein. Ich wollte versuchen, die Qualitäten dieser geografische Qualität, primäre Qualitäten dieses Ortes, ja, wieder durch die Architektur aufzuwerten. Und so entstand dieses Projekt. Erste Idee, wir sind in einem Tal, diese kleinen Täler, fast nicht zu merken in der Realität, und diese kleinen Bäche, leider werden heute kanalisiert, weil die Leute, die bauen, wollen die schönen Terrassen machen, mit Sicht auf den See, Panoramasee, man kanalisiert sie und so eine unglaubliche Reichtum, ja, von dieser Hügel wird total zerstört. Darum, erste Entscheidung, ich stelle das Haus längs des Tales, so, und nicht mit der Fassade zum Panoramasicht. Das heißt, ich will dieses Tal hervorheben. Also, erste Idee. Zweite Idee, ich muss dieses Haus auf die, so ein Terrain muss ich stützen, no, auch wie ein Sockel, dieses Terrain muss man erhalten. Habe ich also eine schwierige Idee genommen.
Das heißt, die Ofenniveau aufgenommen, um die Stützmauer zu bilden, da hinter dran. Und das ist das Schlimmste, was ein Architekt machen kann, eigentlich die Natur nachzuahmen. Um die Natur mit sich in der Natur verbinden zu können, man muss immer gegen die Natur wirken. Ja. Die Natur muss man streiten mit der Natur. Ja. Man muss sie nicht umarmen. Und darum, da habe ich eine Entscheidung genommen, die sehr gefährlich ist für einen Architekten. Aber ich habe sie sofort kontrastiert oder ich habe mich entgegengesetzt, sofort, indem ich vorne habe ich eine gerade Linie gemacht, ja, die gegen die Niveaukurven geht, gegen die Natur. Das ist die vordere Linie da. Das ist der Teil der Außenterrasse. Ja. Und wir werden sehen, das ist gerade diese rationale Linie, die gegen die Natur wirkt, die Natur verstehen lässt. Ja, das werden wir gleich sehen. Also das Haus ist ganz winzig, 3,60 Meter breit, ich glaube 12 oder 14 Meter lang. Und darum gab es das andere Problem. Ich nannte meine Projekte, wie kommt man am Haus? Ich habe den Haupteingang auf eine Niveaupforte hier gestellt. Also fängt man einen Spaziergang zu machen, hier eben. Und indem man hier kommt, man ist gezwungen, den kleines Bach zu überbrücken und erstellen eine kleine Brücke. Die Brücke ist wieder ein Element gegen die Natur. Der gute Gott hat die Täler gemacht, hat nicht Brücken gemacht. Die Brücken kommen von den Menschen, ist eine Erfindung, eine wahnsinnige Erfindung der Menschen. Und jetzt diese Brücke ermöglicht mich, die genaue Maß der Tal zu messen, auch die Länge, die Höhe, und die Form des Tales. Und der Mensch, der da wohnt, ist gezwungen, durch über diesen Bach zu laufen und er kommt in Kontakt mit diesem Element der Tales. Weiter. Und so ist dieser lange Weg, geht man über die Brücke, kommt man rein, ändert man Richtung, dann ist die Orientierung sehr wichtig, eine Orientierung gegen den Bergen, auch wichtig, und eine gegen den See. Man kommt die Treppe auf und das andere Element dieses Projektstarts ist, dass das Ende des Hauses, das ist diese Terrasse, Außenterrasse, mit die große Aussicht, Panorama-Aussicht, ist sie da, ist wo der Tal sich öffnet. Dort ist ein präziser Punkt, es gibt nur ein Punkt, es gibt nicht zwei. Und da kann man so ein Element stellen und wenn man da im Wohnzimmer kommt, sieht man diesen Punkt noch nicht. Man entdeckt nur, wenn man sich nähert, ja, an den Ausgang. Und das ist also das Problem der Entdeckung. Man muss nicht alles noch in einem, so etwas muss man es langsam konsumieren und nicht direkt. Und so ist auch für die Panoramasicht, gibt es immer etwas da vorne, um das Panoramasicht nicht sofort total noch den Bewohnern zu erledigen. Weiter. Ja, jetzt sehen wir da auf diesem Plan besser die Kurve, die Niveaukurve der Natur aufnimmt und jetzt diese, die sich dagegen stellt und man sieht, die Kurve schlagen alle gegen diese Mauer. Und ist gerade dank dieser Mauer, dass man die hintere Kurve verstehen kann. Wenn ich hätte da vorne eine gekurfte Mauer, hätte man überhaupt nichts mehr verstanden. Jetzt diese gerade Linie ermöglicht mir das zu messen, die Maßstäbe sei auf dem Plan, sei auf dem Schnitt hier von der Mauer und ich kann jetzt gut verstehen diese abgerundete Form des Südens. Dann gab es andere Elemente in diesem kleinen Haus, eine Doppelhöhe, diese Situation hier, da wo man im Wohnzimmer, Esszimmer auf dieser Seite, geht man die Treppe rauf, ein Zimmer auf dieser Seite und auf Zimmer da vorne. Und jetzt das zweite Zimmer da hinten hatte einen Blick auf die Aufgangsseite, Eingangsseite hier. Aber er hatte keine Beziehung zum See. Und der See ist immerhin im Locarno das Haupt, das primäre Element der ganzen Landschaft. Und darum habe ich dann versucht, in diesem Punkt, dieses kleine Podest da,
ist der Balkon für dieses Zimmer, damit er auch den See sehen kann. Weil von da, durch diese doppelräumige Situation, hat er die Möglichkeit, den See wieder zu erwischen, ja, innerhalb des Hauses. Weiter. Noch wieder ein paar Bilder von diesem Haus. Wir kommen unten, man sieht da die Pergola, das ist das Element der Terrasse, und man spürt, wie das Haus schon von diesem Blick, man spürt, dass man geht in einen Tal rein. Ja? Man macht so einen Halbkreis um das Haus und das Haus spricht ja, von diesem Tal, das da ist. Hier sehen wir in diesem Bild von der Seite, wie jetzt dank dieser geraden Mauer die Form, die runde Form des Hügels sich jetzt zeigt. Ja. Also dank dieses Element gegen die Natur, jetzt die Natur ist noch klar und deutlich. Da sollte man die Brücke bauen, leider dieses Dreieck, das Sie vorher in dem Plan gesehen haben mit der Brücke, konnte man nicht bauen, weil das Dreieck wurde nicht verkauft. Und am Ende, im letzten Moment, sollten wir leider einen kleinen Weg da längs des Parkes machen und im Haus durch eine kleine Treppe reingehen. Ein Teil des Projektes ist verloren. Weiter. Das ist das Haus. Das man sieht, die Breite des Hauses, ja, das ist sehr dünn. Weiter. Hier steigt man an die Treppe. Kommt man im Wohnzimmer und man sieht, im Wohnzimmer sieht man die Ende noch nicht, ja, von der Terrassierung. Man etwas zieht auf die andere Seite, man sieht schon der See da unten, aber vorne gibt es noch Bäume, die schon da standen. Das ist dieses Doppelraum. Weiter. Und jetzt, wenn man noch weiter geht, sieht man also diese abgerundete Wand, die die Natur aufnimmt und die gerade Linie hier. Die lässt diese Kurve und stellt sie in Kraft. Und am Ende natürlich dann der Mensch, der Vogel ist. Und ein Mensch in so einem Panorama sieht, er misst sich mit solchen Dimensionen, mit Bergen und so. Wenn er nicht eine Einrahmung hätte, er würde sich sehr schlecht finden. Wie wenn man auf einen Aussichtsturm geht, ein Mensch kann 10 Minuten noch stehen, 15 Minuten, aber dann rennt er nach Hause, ja, und schließt sich noch ruhig in seinem Zimmer, weil in so einer Situation ein Mensch wird verrückt, ist normal, und darum braucht man etwas, das diese Dimensionen, ja, die zu groß sind für die Leute, muss man sie sagen, familiär machen. Und da dieses Rahmen, das architektonische Rahmen, ist nur da, damit der Bewohner, er kann sich messen mit der Berg, da kann er seine Flasche Chianti stellen, ja, und sein Glas, und Glas, Flasche und Berg, ja, kann er sich jetzt kontrollieren, ja, von seiner Situation. Das heißt, es ist wie eine Natura Morta, ein Stillleben. Ja. Das ist das gleiche Prinzip. Dort Baum, Berge und so, alle Dimensionen, auch die größten, werden eingerahmt und gefangen. Right. Und dann geht man zum Haus zurück. Das kleine Wohnzimmer. Weiter. In diesem Haus gibt es auch Elemente, wie zum Beispiel ein Fenster, wie man ein Fenster stellt. Jetzt jemand, der kauft sich ja, ein Terrain von 100%, nein, 100%, das kann verrückt sein, ja, ich liebe jeden. Ja. Aber wenn einer schon so etwas kauft, dann man muss das alles herausholen, was so etwas, was so ein Terrain geben kann. Und zum Beispiel so ein Terrain möglich, wenn man ein Fenster macht gegen die Neigung. Der Mensch hat die Qualität, die Natur vor der Nase zu sehen. Und die Margeriten und die Blumen, ja, wachsen vor der Nase.
der Mensch der Ebene noch so unterschauen. Und so, solche Öffnungen geben direkt noch der Hang, direkt vor der Nase. Und so, so ein Fenster lässt auch diese Natur, die ändert sich mit der Saison, Frühling, Sommer und so weiter, vom Tritt im Haus rein. Und der Mensch lebt also mit seinem Hang den ganzen Jahr mit allen Verschiedenheiten, die diese Natur in einem Haus bringen kann. Das ist dieses kleine Balkon, wo durch diesen Balkon man den See noch durchahnen kann. Weiter. Das ist der obere Zimmer. Und das ist also der Bild von dieser kleinen Terrasse. Das ist die Natur. No? Das ist für die wilde Tiere gemacht. Man wachsen, was man will. Der Mensch muss sich schützen gegenüber sich. Vielleicht lacht man hier, aber ich bin ein Bewohner von der Todesinsel. Und viele Touristen kommen und kaufen noch Terrain bei uns auf den Hügeln. Ja. Und dann bleiben sie 2-3 Jahre weg und dann kommen sie zurück und dann sehen sie ihren Terrain nicht mehr. Anstatt einer Wiese steht ein großes wildes Wald. Und dann das Wald ist geschützt und kann man es nicht mehr noch abhaben. Ja. Darum, unser Problem im Tessin ist nicht das Wald schützen, ist sich von dem Wald sich zu schützen. Das ist unser Problem. Wenn wir uns noch nicht von dem Wald schützen, ja, in weniger Jahren würden die Werte unsere Städte fressen. Total. Und ich kann Ihnen in eine Tod bringen, das ist die Wahrheit. Ich habe eine Studie gemacht über ein kleines Dorf in den Saskatal, Koripo. Der lebte in den Stampagen, das ist wie man auf Deutsch sagt, wo man die Kühe bringt, oben am Berg. Alpen. Er hatte 18 Alpen. Wir haben sie alle, aufgenommen, gezeichnet, alles was übrig blieb. Und von 18 gab es noch 3, die funktionierten. Die anderen 15 waren schwierig zu finden. Und von den 15, fast alle waren zerstört und wir fanden die große Eichen und große Bäume, die wuchsen in den Häusern, in den Steinhäusern, ja, von den Hütten, die dort oben waren. Und es gab Teile von Cheminée, von Kamine, von Tonnen auf 12, 13 Meter Höhe in dem Baum drin. Also der Baum hat wirklich von innen das Haus aufgenommen, ja, zerstört und oben. Das heißt, das ist die Natur. Darum, mit der Natur muss man nicht scherzen. Muss man nicht scherzen. Die Natur hat 2 Komponenten. Ein positiver, weil ohne Natur können wir nicht leben. Aber man hat auch das negative Teil. Ja, das zerstörerische Teil. Und die Architektur hat mit diesem Teil viel, viel zu tun. Darum geht sehr klar der Mensch und die Natur. Ja, schön getrennt. Da ist horizontal, der Fuß des Menschen braucht die Horizontale. Die Tiere können auch so laufen. Ja. Die Menschen. Das ist die Horizontale. Weiter. Gut, jetzt zeige ich das letzte Gebäude, ein anderes Haus, das ist 89, ist in eine weniger spektakuläre Situation wie der andere. Es ist ein Terrain mit einer Straße da oben, das ist eine Fahrstraße, aber mit weniger Auto, eine Neigung, eine Terrassierung, eine zweite Neigung und eine zweite Straße hier. Was war die Idee dieses Hauses? Auch hier verschiedene Komponenten, die ich vorher erzählt habe, sind wieder da und kommen von da rein. Und dieses Haus ist vielleicht die Suche, in diesem Haus ist das Problem des Lichtes. Das habe ich versucht, diese Spaziergang durch das Haus, durch die verschiedenen Lichtquellen, ja, zu führen. Man kommt also von oben rein und man sieht, man kommt da. Im Eingangsgeschoss, da ist der große Blick. Es gibt auch ein schönes Blick auf dieser Seite und ist total geschlossen.
Das heißt, ich gebe nichts von diesem Leben. Das heißt, und ich gebe anstatt der schönen Blick, wo die alle suchen, einen Blick gegenüber der Hand, wieder hier oder Seite. Aber wenn man reinkommt, hat man, das ist die Südteil, kommt das Licht, das ist der Wohnzimmer, kommt das Licht vom Wohnzimmer rein und man spürt, wenn man oben ist, dass da unten etwas da ist, das wichtig ist. Und von da unten kann man nachher den Panorama bringen, aber nur in den zweiten Saal. Oben sind die Schlafräume. Man sieht hier im Plan, also der Eingang, man ist ein paar Meter oben, eine Treppe, schräg, um die Neigung richtig zu finden, im Haus reinzukommen, kommt man in einem Atrium, gedecktes Außenraum, die Eingangstüre, kommt man in diesem geschlossenen Raum mit den Doppelhöhe, ähnlich sieht man im Wohnzimmer. Und der einzige Fenster, das auf diesem Plan gibt, ist das Fenster für die Gäste. Normal die Gäste. Sie haben recht, noch Minimum sie auf einen Blick auf die Panorama. Das Plan ist sehr einfach. Eine Treppe, die führt zur Wohnzeit und zum Schlafen. Weiter. Sehen wir das Wohnzimmer, man geht runter. Das ist ein Raum, Küche, Wohnzimmer. Eine Cheminée hier und diese Wand streckt sich nach außen und wieder da eine Pergola, das ist ein Bassin, eine Pergola, die erlaubt mir, die zwei Terrassen hier zu kontrollieren. Oben hier die Treppe ist mit Zenitallicht, das ist das dritte Licht, das ich nehme, und die Schlafräume. Was vielleicht interessant ist vom Lichtverhältnisse, es gibt keine Fenster da, auch da nicht. Es gibt nur das Licht hier von der Treppe und das indirekte Licht vom kleinen Balkon. Und dieser Balkon ist wieder da wie beim Rotterdam Museum. Man macht die ganze Weg runter, man geht im Haus, man dreht im Haus, kommt man am Ende da. In diesem Korridor, wenn man tritt auf diesem Balkon, sieht man wieder noch den Weg, das man gemacht hat und rein kann. Das ist wieder diese. Schließt sich dieses Kreis wieder zusammen. Die Materialien, außen Sichtbeton, innen die Wände weiß verputzt und alle Böden aus Travertin machen. Alles gleich. Weiter. Das ist dieses Haus von innen, ja, man kommt so. Das ist der Eingang, da sieht man den Balkon oben. Das ist der Eingang. Einfach und der Kack. Weiter. Wieder die Treppe mit der Kack. Kommt man rein. Man spürt jetzt das Licht, das von unten aufkommt. Der Eingangsteil. Hier wieder der Eingangsteil. Was Sie da sehen, ist eine Malerei von einem Freund von mir, von dem Maler. Und dort, er hat gerade gemalt die Wand, die ich ihm nicht gegeben hatte. Diese hier. Da ist der Eingang, ja. Ich habe dieses Weg gemacht, weiter. Und das ist das Licht von der Treppe. Da liegt weiter. Wieder die Treppe. Und da sieht man dieses Korridor von den Zimmern. Für mich vom ganzen Haus ist der Ort, wo ich am meisten liebe. Ja. Weil es ist von nichts gemacht. Ja. Weiße Wände da, kurz gemalt. Da weiß, ein anderes Weiß, das ist Putz. Weißes Putz. Und dieses Licht, das vom Balkon reintritt und das Marmor, ja, ist recht, ist nichts. Weiter. Kommen wir in ein Wohnzimmer mit der Cheminée und der Teil vom Wohnzimmer auf dem Doppelt. Weiter. Da die Wand
calça, muita pérola, muitas vivas. Tad era der Boden geht gleich aus, ja, wie ne? Wieder der Travertin. Und der Pergola zum Haus. Pérgola, möglich noch der Gasse zu verschütteln, die zweite Gasse, die zweite Gürtel. Da sieht man die ganze Anlage. Und man spürt auf ihr Fülle dieses Spaziergang durch das Haus, ja, auch da, vom Mann zu der Zeichnung. Oben sieht man hier die Kirche vom Dorf. Wir sehen auf der Peripherie des Dorfes. Wenn Sie mir gestatten, no, oder ist es zu lange, kann ich schnell meine Sätze noch, sind wenige, noch vorbringen. Kann man die zwei abstellen? Ist das möglich? Ja. Ein Gebäude fängt stets
está em fundamentar. Vai tentar. Next. Suchst du Flexibilität? Baue nur weiter deine Mauern aus Stein. Architektur ist Leere im Sinne von leeres Raum. Es liegt an dir, sie zu definieren. Weiter. Welche Energieverschwendung, welcher Aufwand für Lüften, Heizen, Beleuchten, wenn ein Fenster genügt? Weiter. Entwirfst du eine Straße, einen Parkplatz? Denk daran, am Steuer sitzt immer ein Mensch. Next. Wenn in die Städten die Signale überflüssig werden, bist du der Lösung nahe. Next. Das ist schwarz, weil ich finde, das für mich ist der wichtigste, no? Spruch, das mich sehr beschäftigt. Jeder Eingriff bedingt eine Zerstörung. Zerstöre mit Verstand. Aber überall das Licht. Danke für die Aufmerksamkeit.